Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Dates. Heute hat mir jemand eine Nachricht geschrieben, weil ich muss euch den Benutzernamen vorlesen. Das ist zu witzig. Kein Name, aber nicht schlimm, hat mir geschrieben. Hallo Sir, du wolltest dir eine First Date Folge vorschlagen, auf die du unbedingt reagieren musst. Die ging echt häufig auf TikTok rum. Schon wieder eine TikTok Folge. Also wir gucken mal rein, was uns erwartet. Ihr habt ja schon im Thumbnail gesehen, wer uns zumindest erwartet. Ich freue mich, bin ein bisschen angeschlagen, aber nicht der Rede wert. Also ist jetzt, ne, also ist nicht so, dass wir jetzt da einen riesen Fass aufmachen müssten oder so. Ja, checkt die Videobeschreibung aus. Dort findet ihr mein Instagram unter anderem. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da am Start seid. Dort koche ich zum Beispiel selber, aber mache auch vieles andere. Sehr vieles. Schaut gerne rein. Oder mein Hauptkanal, YouTube. Dort mache ich Blind-Dating-Formate. Könnt ihr auch abchecken. Und RTL Plus findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Die ermöglichen mir, dass ich hier auf das Ganze reagieren kann. Und falls ihr komplette Folgen sehen wollt, mit alles, dann müsst ihr euch einen Account machen. Denn da kriegt ihr alles unzensiert. Das war's. Wir gehen rein. Let's go. Ich bin die Jasmin, ich bin 24 Jahre alt und meine Ansprüche sind relativ hoch. Also ich erwarte schon, dass mein Gegenüber viel Selbstbewusstsein hat, keine mangelnde Hygiene, das ist mir sehr, sehr wichtig. Warum schätze ich, dass ihr jemand gegenübergesetzt wird, den sie überhaupt nicht fühlt? Das ist mein Gefühl gerade. Aber man muss auch echt sagen, sie ist schon sehr hübsch. Man versteht schon, warum sie Ansprüche hat. Auf jeden Fall Haare haben, 3-Tage-Bart wäre ganz toll. Und ja, einfach eine tolle Persönlichkeit sein. Ne? Der erste Eindruck ist wirklich das Allerwichtigste, weil da merkt man einfach, ob es zwischen einem passt, ob der andere sympathisch ist, ob es was für die Zukunft ist. Ne? Hallo. Silvia. Nein, Jasmin. Ah, Jasmin. Ja. Yeah. Also charakterlich bin ich auf jeden Fall eine sehr temperamentvolle Frau und eine sehr offene Person. Ich liebe es zu reisen, bin sehr tierlieb und mir ist das Wohlergehen meiner Mitmenschen, vor allem der Natur, der Tiere, sehr, sehr wichtig. Ich finde irgendwie, sie wirkt nicht wie 24. Ich weiß nicht, ob ich sie älter einstufen würde oder jünger, aber irgendwie finde ich, sie ist nicht 24 in meinen Augen. Single? Mein ganzes Leben lang. Also ich hatte noch nie eine... Sehr gut. Du kommst total jungfräulich zu uns rein. Das ist perfekt. Ja. Hattest noch nie das Gefühl, zumindest das Gefühl, dass es der Richtige sein könnte? Ja, schon. Aber es hat sich dann leider so herausgestellt, dass der andere dann nicht so ernsthafte Absichten hatte oder andere Zukunftspläne. Und dann wurde es halt nichts. Ne? Mhm. Also Themen, die mich langweilen, sind auf jeden Fall Geld, Autos, Fitness und sowas. Ich mag schon, mit jemandem auch über ernstere Dinge zu sprechen. Sie will direkt kurz alle Vorurteile beiseite legen. Ne? Man merkt das direkt. Sie hat direkt von Anfang an alles rausgehauen. Ich bin tierlieb, ich reise gern. So alles, wo man so sagt, ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach du, dir ist Geld nicht wichtig. Ach so. Ach, Autos ist egal? Ob ein Typ ins Gym geht auch? Ach so, wussten wir ja nicht. Aber sie hat hohe Ansprüche. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal schwer davon aus, ja, dass heute der Richtige für dich kommt mit Benjamin. Warum habe ich eigentlich Ohrenhörer drin? Ich habe die Boxen an, Leute, und gleichzeitig Ohrenhörer drin. Wie dumm kann man sein? Benjamin, okay. Ja. Sie hört schon am Namen, dass es nichts ist. Benjamin ist es nicht. Man hört, man sieht es ihr an, dass sie es nicht sieht. Nee, wir denken positiv. Ich auch. Benjamin, bin gespannt. Benjamin wird sein. Was nötig wäre, um Erfolg zu haben heute, wäre, wenn wir uns beiden sympathisch sind. Und er sollte auf jeden Fall größer als ich sein. Ich mag das halt einfach als Frau, ja, beschützt zu werden, auch wenn das sehr klischeehaft ist. Er sollte Haare haben. Ich möchte einen Mann, dem ich durch die Haare gehen kann. Wie oft sie schon erwähnt hat, dass er Haare haben sollte, ne? Also wenn die jetzt einen mit Glatze reinschicken, dann wäre krass. Das wäre auf jeden Fall ein kranker Move von First Dates. Und keinen pubertären Jungen. Ja. Und braune Augen, wenn es geht. Jetzt kommt ein pubertärender Junge ohne Haare. Ich bin der Ben und ich möchte eine Frau, die herzlich ist, optimistisch ins Leben schaut. Handelt als Daytrader mit Aktien, also Geld ist da schon mal im Spiel. Er geht auf jeden Fall auch ins Gym, aber er sieht fresh aus, er hat nur keinen Style. Das ist das Problem, ne? Er hat und auf die man sich immer verlassen kann und zu der man sich natürlich körperlich hingezogen fühlt.
bin ein relativ extrovertierter Typ, gehe gerne... Sein Style passt gar nicht zu seinem Gesicht, wirklich 0, gar nicht. So eine zu kurze Lederhose, Lederjacke, dann so eine enge Jeans und dann so Sneaker. Andere Menschen zu, lache viel und sag immer, was ich denke. Mein Date könnte heute eigentlich nichts falsch machen, wenn sie wirklich sie selbst ist und sich nicht verstellt, denn dann passt es halt entweder oder nicht. Guten Tag. Guten Tag, ja komm. Ja. Ich dachte, ich warte erst mal lieber. Wie geht's? Es war diese Fake-Lachen, diese... Scheiße. Fuck, den wollte ich nicht. Obwohl, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und selbst? Ja, aber du hast nicht gesagt, wie es dir geht. Du hast nur gefragt... Doch gut. Ah, doch gut. Gut und selbst, ja. Ja, sehr, sehr gut, ja. Und wie geht's dir, wenn du darüber schaust? Auch gut, denke ich. Ja? Falschen Eindruck. Mhm. Von Weitem. Jasmin sucht eine fixe Beziehung. Und ich hoffe, dass es mit dir klappt. Mal sehen. Also der erste Eindruck von Benjamin war wirklich überragend. Ich war total positiv überrascht. Er hat Ach krass, okay. Ich dachte, das ist diese Fake-Smile. Oh, ich habe komplett falsch eingeschätzt. Wahnsinnige Ausstrahlung und da habe ich mich wirklich sehr doll gefreut, ihn endlich kennenzulernen. Hi. Hallo, Jasmin. Oder sie ist ein bisschen auf Fake unterwegs, weil sehr doll gefreut, ihn kennenzulernen. Wir gucken jetzt mal, wie doll sie sich freut. Freut mich, Benjamin. Freut mich auch. Und ja, schön, dass du hergefunden hast. Ja, freut mich auch, dich kennenzulernen. Ja, ich kann es nur zurückgeben, sieht sehr sympathisch Dankeschön, aus. Schönes du Lachen. Auch. Danke sehr. Richtiges NPC-Gespräch. Ja, freut mich, ja, mich auch. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ja, schön. Und sie ist gut. Ja, du auch. Was hast du denn zu trinken genommen? Also, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe hier Spicy and Horny genommen. Generell nicht? Ja. Nee, generell nicht. Ach, sehr gut, ich eigentlich auch nicht. Nee? Das ist mir manchmal ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Du bist der erste Mann, bei dem ich das jetzt höre. Die Begrüßung fiel relativ förmlich aus. Wir haben uns die Hand gegeben. War auch absolut in Ordnung. Da sollte man nicht zu viel hineininterpretieren. So, und? Wie alt bist du denn erstmal? Ich bin 24. 24. Und du? 29. Ah, okay. Und du siehst so frisch aus, du bist bestimmt nicht weit gefahren. Nee, ich komme aus Köln. Kommst aus Köln? Und du? Ich komme aus Wuppertal. Die Aussage habe ich auch noch nie gehört. Du siehst so frisch aus, du hast bestimmt keinen weiten Weg hinter dir. Ich bin sehr positiv überrascht von dem Date. Das hätte ich nicht gedacht, dass da eine so sympathische, attraktive und auch intelligente Frau auf mich wartet. Und wenn ich eine Frau backen könnte, wäre sie ziemlich nah dran. Und hast du zufällig iranische Wurzeln? Ja. Bist du da auch geboren oder hier? Nee, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Also eigentlich eine Kölnerin. So. Okay, waschechte Kölnerin. Ja. Aber ohne Dialekt dann. Ohne. Nee, Kölsch kann ich nicht so gut, aber ja. Willst du doch immer so hier bleiben oder könntest du dir vorstellen, woanders hinzuziehen? So ganz also woanders. Ich habe in Kanada gelebt, ein Jahr lang. Also halt Work Travel gemacht. Ja. Da war ich dann in Vancouver und eigentlich ist es mein Ziel das auch. Das habe ich auch schon. Echt? Aber das ist schon ein bisschen was her. Okay. 2005 war ich mit meiner Familie da, Kanada, dann auch USA, Rundreise gemacht. Wow. Das war echt mega schön. Vancouver könnte ich mir auch vorstellen zu leben, definitiv. Ich weiß nicht, bin ich blöd oder fällt es nur mir so auf, dass es wirklich so gerade so ein richtiges, so überspitztes Gespräch ist so. Also es ist ja cool, dass beide in Vancouver waren, aber dann dieses, echt? Wow. Es wirkt auf mich so fake irgendwie gerade noch alles. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist gerade nicht so. Für mich ist das gerade kein Vibe, was die haben. Aber es ist nur, wie es auf mich wirkt, Leute. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich glaube, er ist auch so ein offener Mensch wie ich. Er reist gerne und wir haben sofort an der Bar gemerkt, dass wir uns super verstehen. Und ich freue mich schon auf das Essen mit ihm. Aber du hast dich sehr schick angezogen. Vielen Dank. Also wirklich, ich bin sehr positiv überrascht. Ich hatte eigentlich nicht so hohe Erwartungen, wenn ich ehrlich ich bin. Ich auch, ja. Und das ist mir alles sass, Leute. Alles, was er als Kompliment macht, gibt sie einfach zurück. Ohne drüber nachzudenken, sie schießt es direkt wieder zurück. So, ist euch das aufgefallen? Irgendwas läuft hier ganz schief, ich sag euch ehrlich. Irgendwas wird sich noch hier rausstellen. Gerade so... Wenn man, also ich würde behaupten, halt ein sehr anspruchsvoller Typ zu sein, bei mir muss echt das gesamte Paket so stimmen. Mhm. Und doch, bisher das freut ein mich gutes zu Gefühl hören. Bei dir. Ja. Also bisher läuft das Date sehr gut, würde ich sagen. Wir waren von Anfang an sympathisch, waren so auf einer Wellenlänge, keiner war jetzt übertrieben introvertiert. Und ich denke, dass es auch jetzt gut weitergehen wird, wir ein leckeres Essen haben und bestimmt noch das eine oder andere spannende Thema mit Gemeinsamkeiten auftauchen wird. Also was machst du denn gerne so? Wie verbringst du gerne deine Freizeit? Also ich habe einen Hund, ich mache halt sehr, sehr viel mit ihm. Ich bin gern spazieren. Wie ist sein Name?
Von meinem Hund, ja. Milo. Deinen weiß ich noch. Ja, weißt du meinen wollte schon gerade sagen. So. Nee, der heißt Milo, ja. Okay. Und ich mache halt viel mit ihm und ich mache auch sehr viel. Sie hat gut gedribbelt, dass sie seinen Namen nicht mehr weiß, ne? Was spielst du für ein Instrument? Klavier und Gitarre. Boah, ey, du bist ja eine richtige Traumfrau. Als er gesagt hat, dass ich eine richtige Traumfrau bin, da habe ich mich wirklich sehr geschmeichelt gefühlt. Und ich fand das auch sehr lieb und aufmerksam von ihm. Und habe mich einfach total gefreut, so einen tollen Partner gefunden zu haben. Bro, sie dreht gerade einfach ein YouTube-Haul. Ich habe das Gefühl, sie packt DM-Produkte aus. Wirklich? Das ist, am Anfang dachte ich so, sie ist so voll auf Dings, auf Real und so. Aber sie verkauft gerade irgendjemand anderes. Bin ich mir zu 1000% sicher, irgendwas riecht hier irgendwie anders. Und wie lange bist du jetzt schon Single? Mein ganzes Leben lang. Dein ganzes Leben ja, lang? Ja, ich hatte noch Bist du also eine von denen, die sagt, ach, das hat sich doch nie bei mir so ergeben. Ich ja, mich so genau so eine bin ich. Scheiße. Fuck. Kann mich bitte einer nehmen? Und wie lange bist du denn jetzt Single, wenn ich frage? Seit 2,5 Jahren. Okay. Aber ich muss dazu sagen, ein bisschen, ich kann mich mit dir identifizieren, denn auch so richtig Klick gemacht hat es bei mir eigentlich auch nie. Nee? Nee, es waren relativ kurze Beziehungen auch immer. Okay. Weil es fehlte mir immer irgendwie. Sie gerade so, oh mein Gott, es kann noch Klick machen. Wenn ich mit ihm bin, dann kann es noch Klick machen. Der große gemeinsame Nenner war, dass mir irgendwie so ein bisschen die Herzlichkeit fehlte. Deswegen bin ich eigentlich auch jemand, ich brauche von Anfang an so ein richtig gutes Bauchgefühl. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Ich hoffe, dass du das jetzt bald haben wirst. Richtige kommt. Ja. Oder vielleicht sitzt sie auch schon hier. Das wollte ich hören. Die Stimmung am Tisch war sehr flirty, so von der Atmosphäre her. Wir haben uns viel in die Augen geguckt. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt, was um uns herum passiert ist. Und das ist ja dann eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass wir wirklich nur in unserem Tunnel waren und uns nur auf uns konzentriert haben. Ich bin immer noch am Analysieren, liebe Freunde. Ich lasse mich einfach darauf ein. Ich gucke einfach, was passiert. Ich bin mir aber relativ sicher, das war es noch nicht. Vor allem, wenn diese Folge so eine TikTok-geschnittene Folge ist. Irgendwas passiert noch. Erleben Ben und Jasmin. Jasmin, die noch nie eine Beziehung hatte, wurde vor wenigen Minuten als Traumfrau bezeichnet. Und Ben empfand die Stimmung als sehr flirty. Ich muss sagen, ich sollte eigentlich schon mal hier sein. Aber ich wurde versetzt. Und ich glaube, jetzt ist das mein Schicksal, dass du hier bist. Also ich glaube da nämlich echt stark dran. Ich glaube so ein Schicksal. Mhm. Ich auch. Ich könnte jetzt irgendwas sagen, was vor einem Jahr passiert ist. Aber wenn das nicht gewesen wäre, säße ich heute nicht hier. Das stimmt, ja. Daran glaube ich auch. Als ich von Schicksal gesprochen habe, hat das bei mir auf jeden Fall offene Türen eingerannt. Denn das sage ich halt auch immer wieder, dass ich glaube, es ist alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und hat auch gezeigt, dass sie ein sehr tiefsinniger Mensch ist, der sich auch über viele Dinge Gedanken macht, so wie ich. Ja, eigentlich klingt das alles bisher so zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Ne? Es gibt bestimmt noch ein Thema, wo wir uns so richtig uneinig sind. Hoffe ich auch. Also wir werden bestimmt noch viel zu bereden haben. Ne? Also besonders hat mir an dem Benjamin einfach sein Charakter gefallen. Er ist einfach so ein herzlicher Mensch und das ist genau das, was ich gesucht habe. Leute, es ist alles immer noch sus. In meinen Augen ist alles noch sus. Ich weiß nicht, warum ich so ein Dings. Also ich habe das Gefühl, das sind zwei Schauspieler gerade. Komplett. Von Anfang bis Ende. Was sind denn deine Pläne fürs Wochenende? Bisher habe ich noch nichts vor. Und ich wollte aber eigentlich vorschlagen, wenn du Samstag noch nichts vorhast, könnten. Ja. Habt ihr zwei? Ich störe, ne? Das ist, ich lasse euch gleich alleine. Ihr kriegt jetzt ein Private Room, wenn ihr wollt. Nein, habt ihr beide Lust auf die Fotobox? Wir haben ja, noch warum nicht, oder? Ja, gerne. Ja, komm. Er hat echt reingeschissen, der Bruder, gar kein Feingefühl gehabt. Aber das Gute ist, in der Fotobox, die können jetzt diese Fake-Sachen nicht durchziehen, falls irgendwas hier fake ist. Ich bin immer noch auf Lupe. Können wir gerne machen. Ich würde den Benjamin als Mensch als ehrliche und authentische Person beschreiben. Also er weiß auf jeden Fall, wie man der Frau ja, imponiert und Komplimente macht. Kranke Verkleidung, Leute. Ich wollte dich gerade fragen, ob du Bock hast, am Samstag was zu machen. Ja, gerne. Sehr gut. Also, es hat mir so gut mit dir gefallen. Also, ich hätte niemals gedacht, dass ich so eine positive Erfahrung mache hier. Ich habe relativ schnell oder schon das zweite Date ausgesprochen, weil es mir so gut gefallen hat, dass ich so ein bisschen diese Anspannung aus der Luft nehmen wollte. Weil in meinen Augen war es eigentlich klar, dass wir uns noch mal sehen würden. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wenn ich ihr das sage, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger nochmal ist und
wir uns dann noch mehr so auf das Gespräch selbst konzentrieren können, ohne uns Gedanken zu machen. Also die haben jetzt ausgemacht, dass die sich schon das zweite Mal treffen werden. Okay. Ich habe einige. Einige? Ja. Wo denn noch? Also hier unter meiner Brust. Okay. Hier am Arm. Hm, ja. Heiß. Der fühlt es gar nicht, glaube ich. Ich glaube, er fühlt es gar nicht. Hast du gar keine Zeit? Nein. Aber ich bin auf deine sehr neugierig. Mhm. Muss mir Gelegenheit mal zeigen. Ja. Aber wir sehen uns ja am Wochenende, eben, oder? Ja. Ja. Definitiv. Müssen wir überlegen, was wir machen können. Ja. Und was ich vor allem mit meinem Hund mache, ne? Ja, wie wirst du das denn managen? Wenn du wirst jetzt wegfahren für mehrere Tage, dann ja, passt deine dann Eltern Mama auf. Und Papa, ja. Deine Eltern nochmal, also auch in Köln? Also ich wohne bei denen. Ach, du wohnst ja bei denen? Ja, das ist so, glaube ich, normal als Perserin, dass man so lange bei denen bleibt. Bis du heiratest? Ja. Echt, das hast du vor? Nein, natürlich jetzt nicht. Ne? Also wenn ich jetzt ein bisschen finanziell unabhängiger bin, dann würde ich auch ausziehen. Ne? So schlimm ist es jetzt nicht, dass ich bis 35... Vielleicht macht sie auf mich auch so diesen Tinder-Schwindler-Vibe. Vielleicht will sie auch einfach nur Leute ausziehen. Ich weiß nicht, warum, Leute, aber für mich ist gerade alles sass. Ich weiß nicht, warum ich gerade so drauf bin. Es ist schon alles hier, alles so. Ne? Die haben schon Handschlag gemacht, so. Die lieben sich, alles toll. Die sind beide voll glücklich, dass die sich gefunden haben. Aber ich finde gerade alles komisch. Alles. Alles an diesem Date finde ich komisch. Oder sonst was. Bei Mama und Papa bleibt. Nee. Meine ehrlichen Gedanken dazu, dass sie zu Hause wohnt. Also eigentlich ist mir das persönlich egal. Ich musste aber schon so innerlich ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, andersrum wäre es bestimmt nicht egal. Aber gerade durch ihren kulturellen Hintergrund fand ich es absolut in Ordnung. Mir ist das echt Latte. Also, dass der Benjamin mich eingeladen hat, fand ich äußerst charmant und sehr aufmerksam. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und ich weiß es auch zu schätzen. Vielen Dank fürs gute Essen. War schon ganz gut, oder? Für euch. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Also, ihr habt perfekt gematcht. Ja, würde ich auch sagen. Ey, also schon klar. Ja, von mir aus doch schon. Wir haben es auch schon neu verabredet, das passt. Na, dann brauchen wir ja jetzt nicht mehr da Geheimniskrämerei und so. Insgesamt habe ich eigentlich schon in dieser kurzen Zeit sehr viel über Benjamin erfahren und ich freue mich auch schon bald noch mehr zu erfahren. Dankeschön. So, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Links, ja. Super. Das ist das, was die Menschheit braucht. Klarheit, Mut und Liebe. Ja, die wichtigste Frage ist ja schon geklärt. Wir können aber gerne noch ein bisschen plaudern. Wie war es denn so? Willst du anfangen? Ladies first. Okay. Also ich fand das Date super, super schön mit dir. Ich weiß es auch zu schätzen, dass du für mich bezahlt hast. Und einfach, weil ich dich so gern gewonnen habe in dieser kurzen Zeit, würde ich dich gern nochmal wiedersehen. Alles klar. Ich fand das Date auch sehr gut. Ich war wirklich hin und weg am Anfang. Hätte ich nicht gedacht, dass so eine attraktive Frau da auf mich wartet an der Bar. Muss allerdings sagen, nein, Spaß, ich möchte dich auch gerne ein zweites Mal wiedersehen. Und freut mich, dass es so gut war und da müssen wir auf jeden Fall dran anknüpfen. Auf jeden Fall. Schade, ey, es ist wirklich nichts passiert, was mich irgendwie bestätigt hat in meinen Sass-Gedanken. Aber wir gucken jetzt mal, was aus denen ihrem Date geworden ist. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Ben hat Jasmin ein paar Tage später Wuppertal gezeigt. Obwohl es zu einem Kuss kam, hat es für beide doch nicht gereicht. Naja, Leute, auch ich kann mal falsch liegen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nicht, warum ich so, Dings war. So, wie heißt es? So... hinterfragend. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war für mich alles sass. Ich habe das Gefühl, es waren zwei Schauspieler. Von Anfang bis Ende, liebe Freunde. Von Anfang bis Ende. Ja, wir sehen uns morgen wieder. 14 Uhr beim neuen Video. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, denn so viele Leute haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Es wäre echt geil, wenn sich das ändert und ihr morgen auch am Start seid. Wir sehen uns, passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich habe keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe.